Hey, es gibt Leber, es gibt Darm und wenn das nicht funktioniert, dann hast du Heißhungerattacken und diese ganzen Sachen und dann kannst du eine Diät nicht aushalten. Es geht ja nicht nur darum, dass es funktioniert abzunehmen, es geht ja vor allem darum, dass es dir gut geht dabei. Wenn du die ganze Zeit nur Heißhungerattacken hast, schlechte Laune, Kopfschmerzen, Blähbauch und alles Mögliche, dann kannst du ja auch nicht abnehmen und das Und wurde er zeigte komplett. mir dann, ja, du hast hier zu viel Fett und da zu viel. Ich sag, wusste ich auch schon. Aber da wusstest du genau, warum, welche Fettfalte was bedeutet. Und beziehungsweise bist du erstmal drauf gekommen, dass es auch Hormone gibt. Hormone wie Cortisol, die Bauchfett machen, Östrogen, die Popofett machen. Das habe ich nie Weiter gewusst. mit Leberentgiftung. Es ging weiter, die ganzen Stoffwechselschritte, von denen ich im Studium nie was gehört habe, wurden da erzählt. Ich habe gedacht, da schreibst du erstmal ein Buch drüber. Ich trainiere, ich achte auf meine Ernährung und meine Waage steht still. Ich habe Haarausfall, ich habe Stimmungsschwankungen und Menstruationsbeschwerden. Das muss mit meinen Hormonen zusammenhängen. Aber meine Ärztin, die nimmt mich einfach nicht ernst. Liebe Frauen, wem von euch geht es genauso wie mir? Herzlich willkommen zum Frauenfigur-Podcast. Ich bin Ami und das ist mein Podcast für Frauen, die Figur- und Hormonprobleme lösen wollen. Und heute habe ich einen richtig coolen Gast bei mir, Andreas Scholz, der Figurmacher. Er ist nämlich der Mann, der mit seiner wissenschaftlich entwickelten FSH-Methode, FSH steht für Figurstraffung, Stoffwechselaktivierung und Hormonbalance, Frauen wieder schlank und glücklich macht. Er ist Diplom-Ökotrophologe, Online-Coach und erfolgreicher Buchautor. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Mann, herzlichen Dank für die tolle Einladung, liebe Amy. Hast du sehr schön gemacht. Bist du schön vorgestellt. Alles schön zusammengefasst. Sehr schön. Andreas, du sagst, du hilfst Frauen, die trotz Sport und Ernährung nicht abnehmen, mit Hilfe deiner FSH-Formel wieder abzunehmen. Du sagst, Ernährung und Training machen nur 50% des Erfolgs aus. Und der Rest kommt durch den Stoffwechsel und die Hormonbalance und das ohne Hormone zuzuführen. Quasi durch eine Art Entgiftung, die den Körper auf Fettabbau programmiert. Muss ich damit nicht zum Arzt? Also stimmt das? Ja, genau. Das war so ein Game Changer irgendwann im Laufe meines Studiums, wo ich gefragt habe, wie kann das gehen? Wie geht das? Und ich habe immer nur Kalorien berechnet, immer nur Trainingspläne geschrieben und habe nie gedacht, dass die Hormone so einen großen, ja, auch eine große Entscheidung haben am Gewichtsverlust. Jetzt bin ich neugierig. Und wie kommt man als Mann überhaupt auf so eine Idee, daran dann zu forschen? Naja gut, ich hatte selber so meine Figurproblemchen. Ich will jetzt nicht erzählen, warum ich angefangen habe zu trainieren, aber ich habe damals schon im Fitnessstudio vor über 35 Jahren gesehen, dass manche Leute es total einfach haben abzunehmen und die anderen, denen fällt es etwas schwerer. Und manche haben halt mehr Fett am Bauch gehabt und manche haben mehr Fett am Po gehabt. Die einen reagieren auf Low Carb, die anderen reagieren auf Low Fat. Und ich wusste nicht, woran liegt das? Was wäre jetzt das Richtige? Warum haben die einen das so einfach? Und die anderen eher schwerer. Und deswegen, das wollte ich rausfinden. Das war so mein Ding. Und was war dann deine erste Idee? Also, hattest du Ich dann habe schon keine eine erste? Idee. Also guck mal, das ist ja irre lange her, ne? Das ist über 35 Jahre her. Und bin ich erstmal in die Bücherei gegangen und habe alle Bücher durchgelesen zum Thema Training und zum Thema Ernährung. Dann habe ich mir alle Zeitschriften gekauft, die es zu dem Thema gab. Ich habe sogar einen so einen Zettel ausgerissen in so einer Zeitschrift, dass ich amerikanische Fitnesszeitschriften abonnieren konnte. Das habe ich dann gemacht. War damals ein bisschen schwierig, so mit Nachname, allem drum und dran. Aber das habe ich dann gemacht und ich wollte unbedingt wissen, warum können manche Menschen einfach so abnehmen und die anderen, die müssen sich total quälen mit Quark und Hühnchen und Reis und machen ganz viel Sport. Und die anderen haben es viel einfacher. Und da wusste ich, irgendwas muss da mit dem Stoffwechsel sein. Also habe ich mich weiter nach sogenannten Stoffwechseltypen, ja, geforscht, habe danach gesucht. Und dann hast du ein Studium begonnen und hast in deinem Studium dann die passende Lösung dazu gefunden? Ja, ich habe dann meinen Beamtenjob aufgegeben und habe dann angefangen zu studieren in Fulda Ökotrophologie und hab gedacht, jetzt, wenn ich studiert habe, dann weiß ich alles. Habe ich so gedacht, habe mir alles angehört, war in diesen ganzen Ernährungsvorlesungen drin
Und mir kam das so vor, als wenn das nur die DGE erzählt wird. Also DGE muss man wissen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Manche sagen auch, die gehört entfernt, ja, weil die erzählen immer nur von Kohlenhydraten, wäre so das Wichtigste. Und Eiweiß wäre total böse, wird den Nieren kaputt machen. Und Muskeltraining ist total unnötig. Laufen gehen, das wäre so das Wichtigste. Ja, oder das ein, die einzige Lösung. Und diese ganzen Experten, die da auch jahrelang studiert haben und mir Professoren, die irgendwas erzählt haben, die konnten mir diese Antwort nicht geben. Es ging immer nur darum, ja, Eiweiß, Kohlenhydrate, Kalorien und dann kam noch irgendwas dazu mit irgendwelchen Fettsäuren oder irgendwelchen glykämischen Index war damals so in. Man musste dann so Listen führen und gucken, welches Lebensmittel hat welchen glykämischen Index und damit man halt abnehmen wollte. Aber ich habe gemerkt, damit kannst du keinen vom Hocker ziehen. Also keiner wollte irgendwie in seinem Alltag den ganzen Tag Checklisten machen oder Kalorien ziehen oder ständig Sport machen. Und also ich kam da überhaupt nicht weiter. Das Studium war gut und schön. Ich habe ein Diplom, aber irgendwie weitergebracht hat mir auch nicht viel. Und wie ging es dann weiter? Also hast du jemanden gefunden, der dich dann unterstützen konnte oder hast du den Schlüssel für die Schloss gefunden? Ja, ich habe natürlich immer weitergemacht und immer gesucht und musst dir vorstellen, vor über 30 Jahren im Internet gab es nichts. Internet war relativ langsam und eigentlich leer, ja, da gab es nichts. Und da bin ich zu Kongressen hingefahren, ich komme aus Niedersachsen nach Frankfurt ganz gefahren, zu irgendwelchen Fettsäurenkongressen und habe gedacht, oh, jetzt kriege ich das raus, wenn ich da bin. Da sind Professoren aus der ganzen Welt und da gibt es bestimmt die Lösung. Und das war damals immer so, das war immer so teuer, ich habe da sogar im Auto geschlafen, aber ich wollte unbedingt hin. Alle haben gesagt, ey, bist du bescheuert, was fährst du da hin? Und so weiter. Ich habe gesagt, ich muss jetzt wissen, ich muss jetzt rauskriegen, wo ist der Schlüssel, wieso geht das? Und dann war ein Professor, der hat gesagt, ja, das hat irgendwas mit irgendwelchen Enzymen zu tun, die Parasen, die ist das. Ich sag, super, können Sie mir da was zu sagen? Sagt er, ich kann dir einen Fax schicken. Ich sag, okay. Und ich hatte gar kein Faxgerät zu Hause. Das war ja nicht so, dass man zu Hause eins hatte. Man hatte auch nur einen Anschluss, weißt du, also ISDN gab es auch noch nicht. Also habe ich dann meiner Frau gesagt, so, pass auf, ich stecke jetzt hier das Faxgerät rein. Telefonieren ist jetzt in diesen Tagen nicht. Keiner darf hier telefonieren. Ich hoffe, dass hier bald dieses Fax von diesem Professor kam. Der kam dann auch. Das war ein meterlanges Thermopapier, konnte man kaum lesen. Aber irgendwie habe ich da auch nichts Richtiges rausgekriegt und auch die Bücher, die es damals gab, meines Erachtens, oder heute noch gibt, sind irgendwelche Marketingbücher, dass man den Leuten irgendwas erzählt, so schlank im Schlaf, ne, morgens ein Tellerbrötchen, mittags darfst du Pommes essen mit Mayonnaise, um wieder diesen glykämischen Index runterzudrücken. Das war so ein Ding. Und abends halt keine Kohlenhydrate. Das las sich alles gut wegen Wachstumshormon, aber das war alles Schwachsinn. Also das hat alles nichts gebracht und man hätte es dir 1000 Listen führen müssen. War also auch nicht die Lösung. Okay, und was waren dann deine nächsten Steps? Also irgendwie musst du ja zu deiner FSH-Formel gelangt sein. Also das dauert so ganz viele Jahre. Ich habe dann erstmal eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Körperzusammensetzung und habe geguckt, was passiert, wenn man den Leuten das und das zu essen gibt und die Trainingsparameter einhält. Da war auch so eine Fettsäure dann dabei, CLA, damit war ich sogar im Fernsehen damals, weil das so ganz neu war, aber es hat auch nichts gebracht. Das war wirklich ganz, ganz traurig. Also das hat unheimlich viel Geld und Zeit gekostet, aber hat nichts gebracht. Ich weiß noch, mein Sohn war dann damals schwer krank, der war im Krankenhaus, ich bin mit dem Auto direkt hingefahren, hatte im Kofferraum noch dieses teure Biermessgerät. Das ist so ein Messgerät zur Zusammensetzung, Körperzusammensetzungsmessung mit so Elektroden. Und ich habe mir das damals nicht leisten können. Ich habe mir das geliehen an der Uni für 5.000 Mark damals, habe dafür unterschrieben und dann wurde mir das auch noch das Auto aufgebrochen, das Autoradio geklaut und natürlich auch dieses Gerät noch weg. Und ich habe gedacht, dieses Gerät für 5.000 Mark damals, das muss doch irgendwie dann rausfinden, warum der eine so gut abnimmt und der andere nicht. Aber war auch nicht die Lösung. Ich musste dann dieses Gerät abzahlen. Also das war nicht so einfach, die Lösung dazu finden. Okay, also in dem Fall viele Rückschläge erlitten und du wolltest aber trotzdem die Lösung finden. Wie war die Zeit für dich? Also wie hast du dich da gefühlt? Ja, gut, ich habe dann auch gedacht, ey, warum fährst du überall hin? Warum machst du das alles? Du hättest das ja alles gar nicht machen müssen, hat viel Geld gekostet, du warst nie bei der Familie und so weiter. Und habe dann echt gesagt, ach, lass das sein, ey, mach irgendwas anderes. Was?
ich weiß nicht, mache irgendwie Ernährungsberatung ganz normal oder so. Und irgendwie war ich da beim Bekannten in Osnabrück, das ist in der Nähe, Holland ist da nicht weit. Und der sagte, komm mal mit, ich habe eine Freikarte für ein sogenanntes Biosignatur-Seminar. Ich sage, was ist das denn? Ja, könnt ihr das machen, das ist klasse. Und so, da geht's um Körperfettabbau. Ich sage, oh, das wird interessant. Ich habe gedacht, bevor ich hier irgendwie rumhänge und nichts mache, fahre ich damit hin. Also fahre ich da hin, kommen so 5 echt Freaks liefen da rum und 2 komplett durchtrainierte Typen, also Mann und eine Frau. Und die erzählten dann irgendwas, fing an in Englisch zu erzählen. Ich habe wirklich nichts verstanden. Das war so mit Akzent, mit allem drum und dran. Und mein Englisch war auch nicht so gut. Das Einzige, was ich dann, was wirklich mich gerettet hat, war so ein, weißt du, kennst du noch diese alten Aufsteller, wo man so Dias gezeigt hat, weißt du? Da wurde dann sowas gegenprojiziert. Da waren dann so Folien und da stand was drauf von Körperfettabbau, da stand was drauf von Bellyfett, also von Bauchfett, da stand was drauf von Fett am Bein und Fett am Po und was alles bedeutet und so weiter. Also das war wirklich sehr, sehr interessant, das alles zu lesen. Also ich saß da wie im Traum und habe gedacht, du musst jetzt irgendwas verstehen und Gott sei Dank waren diese Folien da. Und ich war im Himmel. Endlich, ja, hast studiert, hast alles gelesen und dann fährst du zufällig mit einem Kumpel mit zu so einem Biosignatur-Dings und der erzählt dir, was du jahrelang hören wolltest. Ja? Und auf Marlingen wurde es total lustig, dann sagt er, okay, time for measure, put off your clothes. Also alle haben sich dann ausgezogen, weißt, da standen da 15 nackte Männer und 2 Frauen, einfach nur in Unterwäsche und die wurden dann gemessen mit so einer Zange hier, ja. Ich denke, was ist hier denn los? Also ich wusste das ja nicht, ich habe ja gar nicht verstanden, was du da erzählt auf Englisch. Und alle kalibberten dann da rum, so heißt das. Und er zeigte mir dann, ja, du hast hier zu viel Fett und da zu viel. Ich sage, wusste ich auch schon. Aber da wusstest du genau, warum, welche Fettfalte was bedeutet. Und beziehungsweise bist du erstmal drauf gekommen, dass es auch Hormone gibt. Hormone wie Cortisol, die Bauchfett machen, Östrogen, die Popofett machen, das habe ich nie gewusst. Ja, na gut, Testosteron kannte man aus dem Sport, man kannte Insulin und so, aber diese ganzen anderen Hormone kannte ich ja nicht und dann habe ich so gedacht, das gibt's doch nicht, jetzt kommt ihr hier mit so einer Zange hier und ich muss noch 5.000 Mark abzahlen für ein Gerät, was mir nichts gebracht hat. Das war dann schon, aber es war richtig gut. Ich habe dann endlich mal gesehen, etwas Ganzheitliches gesehen. Es war jetzt nicht nur die Zange, ne? Nicht, dass ihr denkt, nur mit der Zange, aber dann ging es wirklich weiter mit Leberentgiftung. Es ging weiter, die ganzen Stoffwechselschritte, von denen ich im Studium nie was gehört habe, wurden da erzählt. Ich habe gedacht, da schreibst du erstmal ein Buch drüber und habe dann auch dann damals dieses Buch hier geschrieben, Der Figurmacher. Und da habe ich das dann so alles so reingeschrieben mit verschiedenen Körpertypen. Ich kann mal die erste Seite aufmachen, vielleicht kannst du das hier auch sehen, da siehst du halt, dass manche Frauen mehr Bauch am Po, mehr Fett am Po haben, manche mehr am Bauch, mehr an der Seite oder überall. Und endlich war das so eine Missing Link so für mich. Aha, es gibt verschiedene Körpertypen. Die eine Frau ist so, die andere Frau ist so, gibt es für Männer, ne? Aber mich interessieren die Frauen ja viel mehr. Und da wusste ich endlich. Kam die Erkenntnis bereits während dieses Seminars oder war es dann tatsächlich, so dass sich wirklich die Bausteine dann zusammengesetzt haben, als du das Buch dann geschrieben hast? Ja, das war jetzt erstmal so ein Klick, erstmal so ein Schnitt, dass gesagt hat, Mensch, da gibt's so was, okay. Ja. Endlich ist dann mal jemand, der sowas weiß, und dann wird das natürlich ganzheitlich. Ich habe eben schon gesagt, es ging nicht nur um die Zange, es ging um das ganze System. Ich habe gemerkt, hey, es gibt Leber, es gibt Darm, und wenn das nicht funktioniert, dann hast du Heißhungerattacken und diese ganzen Sachen, und dann kannst du eine Diät nicht aushalten. Es geht ja nicht nur darum, dass es funktioniert, abzunehmen. Es geht ja vor allem darum, dass es dir gut geht dabei. Wenn du die ganze Zeit nur Heißhungerattacken hast, schlechte Laune, Kopfschmerzen, Blähbauch und alles Mögliche, dann kannst du ja auch nicht abnehmen. Und das wurde komplett abgedeckt. Also es ging nicht mehr nur um Kalorien und um Training, sondern es ging, was fehlt denn jetzt noch? Was ist bei anderen Leuten vielleicht noch gut funktionieren mit Hormonen und Stoffwechsel, kann bei dir das Problem sein, dass du nicht abnehmen kannst. Und deswegen habe ich da weiter geforscht. Es ging immer Stück für Stück weiter. Es hat alles bestimmt 10, 15 Jahre locker gedauert, bis FSH überhaupt. Okay, fertig. Das heißt, du hast dein Buch dann geschrieben. Und was hat sich dann für dich verändert? Also Erkenntnis, du hast dein Buch. Was hat sich für dich verändert? Naja, also erstmal haben ja die Leute darauf reagiert, haben gesagt, du bist ein Spinner, ja. Weil es war ja neu. Das gibt's
Es gab es ja nicht. Also gab es sicher schon länger die Leute, die das gemacht haben, aber für mich war das neu und für alle, die ich kannte und die bei mir schon im Coaching waren oder so, für die war das neu. Was erzählst du da hier? Körperfalt und Leber und Darm und Östrogen und all sowas. Das war komplett neu und mittlerweile ist es ja sehr bekannt. Ja, wenn du auf Instagram guckst, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden, die ganzen Hormoncoaches, die da jetzt auch auf diesen Zug aufspringen. Also du warst da so ein Pionier, so ein Vorreiter, ne? Und habe aber weitergemacht, weil ich gemerkt habe, es funktioniert. Ich habe bei mir hat es funktioniert. Ich bin ja auch Schilddrüsen, habe ja auch Schilddrüsenunterfunktion und so. Also und Hormonmangel hatte ich ja auch. Ich hatte ja einen Burnout, alles. Und dann probierst du das natürlich alles selber aus und dann weißt du, dass es halt besser funktioniert. Ja. Und wie hat dann dein Umfeld, also wir haben andere dann auf deine Erkenntnis, auf deine Formel reagiert? Ja, wie gesagt, die meisten haben gesagt, ein bisschen Spinner. Also was machst du da, das kann nicht sein. Ich bin auch angefeindet worden. Wie nennt man das denn, wenn jemand Dissen, heißt das so? Neudeutsch, wenn jemand auf jeden Fall. Beef mit dir hat oder so. Beef, die haben mich angeschrieben und so, was schreibst du denn da? So, wirklich so Leute, die Rang und Namen haben und da gab es ja richtige Facebook-Battles und in den Chats und alles Mögliche. Ja, das kann nicht sein und so. Ich sage ja, nur weil ihr das nicht gehört habt oder so, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. Ja, und ja, das war nicht so, aber irgendwie mittlerweile wird es immer bekannter. Natürlich gibt es immer an jedem System Kritik. Aber da ich sehr viele Systeme zusammen kombiniere, alles das, was ich die ganzen 30 Jahre gelernt habe, und dieses neue System und die Hormone und die Fragebögen und die Anamnesen, es ist sehr, sehr rund, weil über 80% meiner Kunden und Kundinnen haben damit Erfolg. Okay, ich nehme auch an, also so wie ich dich einschätze, hast du ja vieles dann auch selber an dir ausprobiert. Hast denn du Erfolge auch damit gehabt oder nur du und auch andere? Ja, erstmal natürlich ich selber, klar, weil ich musste erstmal selber alles ausprobieren, ne? Und andere dann auch, die mir dann vertraut haben, die mich schon länger kannten. Und irgendwie habe ich gesagt, dieses System ist so gut und ich war immer schon Dozent seit, weiß gar nicht, so 20, 30 Jahren oder mindestens 20 Jahren bin ich ja schon Dozent an verschiedenen Verbänden und Institutionen, habe gesagt, Mensch, das musst du unterrichten. Und die wollten davon nichts hören, weil das war ja nicht DGE. Ich habe diesen Institutionen das angeboten, diesen Verbänden. Ich sage, lass mich doch meine FSH-Methode bei euch machen, das hilft doch so vielen Menschen. Nee, das ist nicht DGE, das ist nicht wissenschaftlich fundiert. Ja, so war dann immer die Antwort. Und dann habe ich dann selber meine eigene Akademie gegründet, meine Figurmacher-Akademie, um auch anderen Leuten zu zeigen, wie es geht. Und mittlerweile habe ich über 100 Coaches ausgebildet, die auch diese FSH-Methode anwenden. Ja. Weil es hat so viele Jahre, so viel Schweiß gekostet, wäre blöd, wenn ich das nur alleine mache. Absolut. Also ich kann ja auch nur von meinem Erfolg mit der FSH-Methode sprechen und ich spiele definitiv mit dem Gedanken, die Akademie zu besuchen und habe da natürlich auch viel davon in meinem Umfeld erzählt, hier Andreas, und da habe ich natürlich auch viele Bedenken mit auf den Weg gekriegt. Vielleicht können wir uns da ein bisschen drüber unterhalten. Also was ich natürlich gehört habe, was am Anfang so immer das erste war, das ich gehört habe, war so, ach, das bringt doch eh nichts. Ich habe schon so viel ausprobiert, das bringt eh nichts. Genau, also das kann ich auch vollkommen nachvollziehen und völlig verstehen. Die Leute haben alles Mögliche ausprobiert, was in den Zeitschriften stand und sie haben es kurzfristig gemacht und es gab ja auch immer kurzfristige Erfolge. Die meisten haben ja mit einer Brigitte-Diät oder irgendwas haben die ja kurze Zeit Erfolge. Es ist bloß nicht nachhaltig, weil es ist wie beim Auto, wenn da eine Beule ist, du würdest vielleicht Farbe rüber machen, aber du grundierst das Auto nicht und deswegen oder machst die Beule nicht weg. Und beim Körper ist genau das Gleiche. Du musst erstmal die Organe, also Leber, Darm zum Beispiel und den Hormonhaushalt in Balance bringen, damit es überhaupt nachhaltig funktionieren kann. Und wie gesagt, dass du keine Heißhungerattacken hast und keine Wassereinlagerungen, kein Blähbau und keine Pickel und so weiter, weil sonst macht ja eine Ernährungsumstellung oder eine Figurstraffung überhaupt keinen Sinn. Und deswegen kann ich das voll verstehen, wenn die sagen, das bringt wieder nichts, aber es war ja immer nur was Kurzfristiges
Und es wurde ja nicht alles bedacht. Es hat entweder nur volle Pulle Sport oder volle Pulle Ernährung, aber nicht der Stoffwechsel wurde ja nicht mit beachtet. Okay, dann habe ich noch mal einen Einwand. Ich bin ja auch auf dich zugekommen, weil ich auch Hormonprobleme hatte. Und was ich natürlich auch immer zu hören gekriegt habe, war, wie du machst ein Coaching mit oder um deine Hormonprobleme in den Griff zu kriegen, damit, da muss man doch zum Arzt. Da wäre ja der Frauenarzt naheliegend. Wie siehst du das? Oder wie? Also erstmal richtig, naja, gut, da warst du ja schon ein ganzes Stück weiter als die meisten. Ja, die meisten glauben ja, dass Hormone, okay, das ist für Fortpflanzung und dies, das hat mit Ernährung und hat mit Körper nichts zu tun. Aber wenn du vielleicht mal in deinem Umfeld jemanden kennst, der schon mal Cortison nehmen musste, weil er Entzündung hat oder was, wie sieht der dann aus oder die? Na, der schwemmt voll auf und wird wässrig und wird, ja, auch Körperfett nimmt zu, Muskeln werden abgebaut, obwohl die Person nichts ändert. Und deswegen heißt es auch bei mir, Hormone sind stärker als Muskeln und Kalorien und auch als die Willenskraft, ja. Wenn du zum Beispiel Cortison nimmst, dann verändert sich dein Körper meistens negativ. Und das wird dem Arzt relativ egal sein, beziehungsweise das ist für ihn nicht so wichtig. Für ihn ist wichtig, dass die Entzündung weggeht oder warum immer das Medikament verschrieben worden ist. Und Ärzte haben sehr viel Ahnung von Medikamenten, aber mit Ernährung meistens nicht so viel am Hut. Und ich will gar keine Medikamente geben, darf ich auch gar nicht, ich bin ja kein Arzt. Ich will einfach nur den natürlichen Stoffwechsel wiederherstellen, dass der Körper wieder, ich nenne mal dieses Wort, entgiften kann. Richtig heißt das Biotransformation. Das heißt also, dass Stoffe, die nicht in den Körper gehören, die den Stoffwechsel stören können, dass die ausgeleitet werden. Das ist das, was ich mache und dadurch bringe ich die Hormone wieder in Balance. Das geht mit Nährstoffen, auch mit pflanzlichen Nährstoffen und der Arzt würde wahrscheinlich nur eine Sache machen. Beim Arzt kriegst du halt, der eine Arzt kümmert sich nur um die Geschlechtshormone, also der Frauenarzt, der Internist kümmert sich vielleicht nur um die Schilddrüse und der Endokrinologe kümmert sich vielleicht nur um die Nebenniere und mein Ziel ist, alle in Gleichklang zu bringen. Genauso wie man auch, das weiß jeder, Diabetes ist, also Diabetes 2 ist heilbar. Ja? Wenn man da also weniger Kohlenhydrate isst, mehr Sport macht, dann geht das Insulin runter, beziehungsweise wird das Insulin besser wieder benutzt. Das ist auch nichts anderes als Hormonbalance. Okay, ja. Super interessant. Soweit ich weiß, ist ja in deinem Coaching oder in deinem FSH-Programm ja auch ein Ernährungsplan enthalten. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hat natürlich da in meinem Umfeld drüber gesprochen. Und auch so ein Einwand war dann, boah, ich habe im Beruf so viel Stress, ich habe einfach so viel zu tun, ich kriege das gar nicht hin. Wie soll ich da einen Ernährungsplan in meinen Alltag integrieren? Vielleicht magst du da noch drauf eingehen. Ja, das habe ich auch den ganzen Jahren auch gemerkt. Wenn du den Leuten einen festen Ernährungsplan gibst, dann können die das vielleicht selber eine kurze Zeit durchhalten, aber dann passt es mit der Familie nicht, dann gibt es Stress innerhalb der Familie oder sie können sich die Mahlzeit nicht zubereiten oder wollen die vielleicht gar nicht essen. Und deswegen habe ich ein Baukastensystem gemacht aufgrund der sogenannten essentiellen Ernährung. Essentiell ist jetzt nicht Low Carb, ist nicht High Carb, ist nicht Intervallfasten oder irgendwas. Essentiell bedeutet, gib dem Körper das, woraus er besteht. Und böse könnte man sagen, wenn dein Körper, oder gib deinem Körper, wie er aussehen soll. Und böse wird bedeuten, wenn er aussehen willst wie ein Muffin, musst du dem Körper das geben, woraus ein Muffin besteht. Also Zucker, Weißmehl, gehärtete Fette, dann gehst du auf, auch ohne Backpulver. Aber darum geht's mir nicht. Mir geht's um essentiell. Wir haben in unserem Körper mit der Geburt 70 Billionen, das ist eine echt hohe Zahl, überleg mal, aus einer Eizelle kommt ein Baby raus nach 9 Monaten mit 70 Billionen Körperzellen. Also es kann ja keine Anlage, kein Bitcoin, kriegt das hin, aus 1 Euro sozusagen nach 9 Monaten so viel zu machen. Und das kann halt der Körper. Und das kriegst du umsonst mit.
Und jetzt schaue ich mir halt an, was ist denn jetzt noch da? Ja, also wenn jemand sehr viele Muskeln hat und sehr wenig Körperfett, dann kriegt er natürlich mehr Kohlenhydrate zu essen als jemand, der weniger Muskeln hat. Aber das ist jetzt die Berechnung. Das Interessante ist, dass ich für jeden Menschen einen sogenannten Baukasten mache, dass ich sage, du kannst morgens zum Beispiel oder in einem Zeitraum von 4 Stunden so und so viel eiweißreiche Lebensmittel essen, so und so viel kohlenhydratreiche Lebensmittel und so viel fettreiche Lebensmittel. Und dann kannst du dir das so zusammenstellen, wie du Bock hast. Ja? Wenn du morgens aufwachst und sagst, ich brauche was Süßes, dann nimmst du halt Haferflocken, Erdbeeren und Joghurt. Und wenn du morgens aufwachst und sagst, ey, nee, heute brauche ich was Würziges, dann nimmst du halt Brot, Ei und Schinken oder so oder Paprika dazu. Und das können natürlich auch alle Familienmitglieder mitessen. Die essen dann vielleicht mehr Nudeln oder mehr Brot oder was auch immer. Aber deswegen kannst du es durchziehen. Wenn du einmal verstanden hast, woraus dein Körper besteht und dass du ihm dann die richtigen Nährstoffe gibst, dann freust du dich nachher, ja, den Körper immer mit guten Nährstoffen zu versorgen. Denn nichts schmeckt besser, als sich Gesundheit anfühlt. Das hast du jetzt ja auch sehr, sehr oft bewiesen. Absolut. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, gibt es natürlich viele Hormoncoaches. Was macht denn den Andreas Scholz und sein FSH-Programm so besonders? Also, was hebt dich von der Masse ab und vor allem, ja, wie drücke ich es am besten aus? Also, was ist dein Weg, um Frauen dann wirklich endlich schlank und glücklich zu machen? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, die Frauen ernst zu nehmen. Das ist ganz wichtig, weil viele Ärzte sagen, du bildest dir das ein, schlaf mal ein bisschen mehr, isst mal ein bisschen weniger, mach mal mehr Sport. Und wenn es dann irgendwann so weit ist, dass sie sagen, das hilft alles nicht, das mache ich ja alles schon, dann geht es nur noch um Psychopharmaka. Ja? Und dann werden Frauen sozusagen durchgestellt. Man muss einfach ganz klar akzeptieren, es gibt Probleme im Stoffwechsel, es gibt Hormonverschiebungen und das, was ich halt mache durch die ganzen Jahre, ich sehe es ganzheitlich, ich sehe jetzt, der normale Ernährungsberater würde vielleicht nur die Ernährung sehen, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und Kalorien und ich sehe das natürlich auch und ich sehe auch den Sport, aber ich sehe auch alles, ja, ich sehe die Nebenniere, ich nehme die Eierstöcke, ich nehme die Schilddrüse, ich nehme das Nervensystem. Und das ist halt der große Vorteil. Das ist natürlich auch für den Kunden, der kriegt einen großen Anamnesebogen, der muss alles ausfüllen und erstmal schauen, woran liegt es dann. Und dann kann ich auch helfen, das alles wieder in Balance zu bringen. Also bei mir hast du sozusagen, bin ja kein Arzt, aber bei mir hättest du 3 Ärzte zusammen auf einmal, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ganz wichtig, ich gebe keine Medikamente, das darf ich auch nicht, will ich auch nicht, aber ich helfe einfach, diese sogenannten Achsen, die man im Hormonsystem hat, wieder auszugleichen. Durch natürlich Ernährung, Training, Nahrungsergänzung. Sehr gut. Und also dieses Programm ist eigentlich für Frauen, die schon alles Mögliche ausprobiert haben. Ja, also die hier und da nicht weiterkamen, die wirklich mal alles sehen wollen, die auch Menstruationsbeschwerden vielleicht haben, Schmerzen haben, Heißhungerattacken kurz vor diese Wassereinlagerung und der Arzt wird dann sagen, änder die Pille, ne, oder nimm eine andere Pille oder so, ne, und ich guck dann halt, vielleicht fehlt da nur Kalium, ne, das kann ja sein, genau. Das ist halt, dass ich schaue mir die Frau im Ganzen an und habe natürlich dann auch Damen dabei, die Lipidem zum Beispiel haben. Lipidem ist gar nicht so bekannt. Also viele Ärzte wissen gar nicht, dass es sowas gibt und dann wundern die sich, warum die Beine so groß sind und wehtun oder warum sie so müde sind oder warum sie Darmbart haben, das wäre ein PCOS und das finden die dann erstmal raus. Natürlich muss dann der Arzt Medikamente und so weiter geben, falls es angebracht ist. Aber ich stelle auch keine Diagnosen. Aber ich gebe den Hinweis, guck mal, wenn das ist, könnte das sein. Okay. Ja. Genau. Wenn jetzt eine Frau zu dir kommt oder was kann eine Frau konkret machen, wenn sie ein Stoffwechsel- oder Hormonproblem hat? Also was würdest du den Frauen mit auf den Weg geben? Eine sofortige Lösung habe ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall erstmal durch alle Symptome abklopfen. Ne? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die Frauen nicht haben wollen. Ne? Frauen wollen kein schlaffes Bindegewebe, die wollen keine Zellulite, die wollten keinen Winke-Winke haben, die wollen keinen schlaffen Oberschenkel haben. Das wollen die nicht. Und dann kann das an
das wird an irgendwas liegen. Das wird kann auch an Hormonen liegen oder fettige Haare oder trockene Haare oder Haarausfall. Ganz schlimm für Frauen. Haarausfall und Frauen, das darf gar nicht passieren. Und wenn die das haben, dann sind die wirklich verzweifelt. Fingernägel natürlich auch, dünne Haut, Sodbrennen haben auch, habe ich jetzt auch ein paar Damen, die weniger haben. Heißhunger ist auch ein Problem, ja. Wenn du hormonellen Heißhunger hast, dann kannst du eigentlich gar nicht abnehmen. Also dann müsstest du dich einsperren, damit du nichts isst. Das wird wahrscheinlich keiner tun, ne? Oder auch schlechtes Hautbild hast oder Stimmungsschwankungen oder Menstruationsbeschwerden, Blähbauch, Verstopfung, Wassereinnahme, Bauchfett, Hüftspeck, Migräne, Wechseljahresbeschwerden, Hitzewallung, Schlafstörung, alles das sind Symptome, die keiner haben will, aber die darauf hinweisen können, dass zum Beispiel im Stoffwechsel oder im Hormonstoffwechsel irgendwas nicht stimmt. Und die meisten Beschwerden können wir ganz einfach beseitigen. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren wieder was Neues entwickelt, und zwar auch ein FSH-Express-Programm. Express bedeutet, alles das, was ich in den ganzen Jahren zusammengefasst habe, zusammen komprimiert auf 46 Tage, um halt der Frau zu helfen, schnell, express, ja, also wirklich schnell wieder in Einklang zu kommen und vor allen Dingen auch schnell das Gewicht zu reduzieren. Das ist ja meistens so. Also, wenn ich frage, was möchtest du, dann kommt natürlich ja Migräne weg und so. Aber eigentlich Gewichtsreduktion, Hosengröße kleiner, und wenn es geht, zwei Hosengrößen kleiner, das ist immer so der Wunsch. Und deswegen muss es schnell gehen. Weil wenn es zu lange dauert, dann verliert jeder die Lust daran. Und ich habe dieses Programm, dieses FSH-Programm in drei Phasen aufgeteilt. Die Phase 1 ist Leber und Darm. Und da nehme ich den Frauen schrittweise Lebensmittel weg. Das meine ich nicht böse. Die kommen auch alle wieder. Aber ich will einfach sehen, welche Lebensmittel sind vielleicht für dich. Es gibt ja keine giftigen Lebensmittel, aber vielleicht welche Lebensmittel sind für dich, für deinen Darm oder so, nicht so gut. Ich habe jetzt gerade eine Dame, die sagt, wenn ich Quark esse, dann kriege ich einen Blähbauch und kriege Durchfall. Und die andere nicht, die kriegt das vielleicht bei anderen Lebensmitteln. Und deswegen wollen wir rausfinden, welche Lebensmittel sind für dich gut, damit du ein gutes Wohlbefinden hast, damit weniger Heißhunger hast, weniger Wassereinlagerung, um zu gucken, welche Lebensmittel sind für dich nicht so gut. Amy, dann muss ich ganz kurz bei dir fragen, was kam bei dir raus? Welches Lebensmittel warst du so gut? Tatsächlich, oh, man denkt immer, oh, man das muss, also viele sagen ja, zwei Hände Obst am Tag und Katastrophe. Obst war gar nicht gut. Also da hatte ich sofort Wassereinlagerungen, Blähbauch und Käse. Also wir haben ja dann noch ein bisschen experimentiert, wir zwei, und Käse, Fette aus Milchprodukte geht nicht. Siehst du, habe ich kein Problem mit, und andere haben da wieder mehr Probleme. Und das wollen wir rausfinden. Wir wollen, dass die Frauen auf lange Zeit glücklich sind. Ja, sagen, oh, das esse ich lieber nicht, weil dann geht es mir besser. Wenn sie es dann essen, wissen sie, dann geht es vielleicht kurz schlecht, aber dann wissen sie es halt und wissen, woran es liegt. Und dann kommt die Phase 2. Dann kümmern wir uns, wenn also die Grundsanierung, sage ich mal, gemacht ist, dann kommt die Phase 2. Dann schauen wir, welche Hormone sind außer Balance. Das ist eher Östrogen, Progesteron, was auch immer. Das will ich jetzt nicht so tief einsteigen hier. Und dann kommen die Lebensmittel wieder dazu. Und vielleicht erkennt man dann, aha, habe ich doch gewusst, jetzt kommt das Obst wieder rein, jetzt wird schlimmer. Obst geht raus, ganz unbewusst, mir geht's besser, Obst kommt rein, bei dir in deinem Fall, und mir geht's jetzt schlechter. Und das möchte ich halt rausfinden. Das ist also jetzt das ist halt dieses Besondere an dem Programm. Es geht nicht nur darum, was weniger zu essen, sondern das Richtige weniger zu essen, also die Lebensmittel wegzulassen, die einem vielleicht nicht so gut tun. Ja? Bei der Ketogen-Diät muss man komplett alle Kohlenhydrate weglassen. Nein, muss man. Also bei mir nicht. Vielleicht muss das Obst weglassen, aber nicht das Getreide zum Beispiel. Ne? Und dann, wenn man das alles rausgefunden hat, ja, die Sanierung, sage ich einfach mal, von Leber, Darm und die Hormone, und dann, welche Lebensmittel sind gut oder schlecht, dann hast du eine nachhaltige Phase. Dann weißt du, das ist gut für mich, das ist nicht so gut für mich. Und ich weiß, welche Mengen sind gut für mich, und dann gibt es eigentlich keinen Jojo-Effekt. Ja, einen Jojo-Effekt gibt es nur, wenn man zu alten Essgewohnheiten zurückkehrt. Aber wenn du jetzt was Neues hast und du merkst, damit geht es mir viel besser, dann wirst du nie wieder
Also ganz selten. Ich möchte aber noch mal kurz auf weniger Essen eingehen. Also de facto habe ich, glaube seit der Zusammenarbeit mit dir noch nie so viel gegessen, wie ich im Moment esse. Also weniger kann man so nicht stehen lassen. Man isst halt einfach das Richtige. Aber weniger ist es nicht. Ja, als Wissenschaftler geht man gerade in Zahlen und du siehst, was auf dem Teller ist. Ne? Also vom Volumen hast du viel, viel mehr gegessen. Aber von den, sag mal, von den Makros, die man auch neudeutsch sagt, davon hast du weniger, aber dadurch wirst du besser satt und hast mehr Leistung gehabt. Absolut. Genau. Ja, siehst du. Und das heißt, du kommst zu mir, dann machen wir eine Anamnese. Woran liegt es jetzt? Was können wir ändern? Leber, Darm. Und dann kommst du aber auch zusätzlich noch in einen Videokurs, wo du nochmal dir alles nochmal genau anschauen kannst. Und es sind auch ganz viele Downloads, wo du dann noch dir Trainingstipps runterladen kannst oder Ernährungstipps oder Motivationstipps. Du kannst dir zum kompletten Hormonhaushalt die Videos anschauen, die ich gemacht habe. Die ganzen Jahre, die ich da geforscht habe, habe ich also ganz komprimiert, also express, ne, zusammengeführt, dass du dir das halt so alles angucken kannst. Ich kann ja das ist ja immer die Technik, ne? Die Technik ist immer das Problem. Pass mal auf, ich versuche das mal. Und dann sagst du mir ob du was siehst. Ich sehe dein. Ja, genau. Also die Zuschauerinnen das auch. Das ist hier der Videokurs Express schnell abnehmen, herzlich willkommen. Und man sieht hier in der Kursübersicht die ganzen Videos hier, was ist FSH, wer ist Andrea Scholz, die Anamnese, die ich dir gesagt habe, die Hormonbalance, die Stoffe Phase 1, Phase 2, ganz viele weitere Informationen zum Thema Stoffwechsel, Hormone und auch ganz viele Tipps dabei. Ich weiß gar nicht, wir sind über 81 Dateien, die du noch dazu bekommst und die alles anschauen kannst, und so ist es dann aufgeteilt in einzelne Phasen hier, und hier unten sind dann noch so die ganzen Downloads. Also da, wenn du dir das alles anschaust, dann hast du auch besseren Schlaf und so weiter. Also du hast hier ein Rundumprogramm. Die ganzen Jahre, die ich da geforscht habe, sind hier sozusagen was. Oder auch hier so ein Fail-Programm. Wenn das Gewicht steht oder schneller runter muss, dann gibt es auch drei Dateien, wo dann drin steht, was tue ich, mit schnell das Gewicht mal runtergeht. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht zur Hochzeit muss oder irgendwas, das Kleid passt nicht so richtig oder so, ne? Genau. Und das wirst du begleitet, mit E-Mails nochmal begleitet, wo geschrieben wird, jetzt dies machen, jetzt das machen und so weiter, dass du wirklich nicht vergisst, alles zu machen, genau. Ja. Also alles komprimiert. Ich mache mal jetzt auf und dann schaue ich mal. Wir sind wieder zusammen. Sind wir wieder zusammen? Ist es aus? Das Video aus? Okay, alles klar. Technik hat funktioniert. Das ist immer das Größte, ne? Auch bei Videokurs, wenn du das so aufbaust und so, dass das wirklich alles funktioniert, ist echt der Wahnsinn. Jetzt haben wir uns ja ganz viel über Hormone unterhalten, aber es wird sicher auch viele Frauen geben, die sich fragen, funktioniert das denn bei mir auch, obwohl ich kein Hormonproblem habe? Ja, es geht ja nicht nur wirklich um Hormonprobleme, es geht ja darum, um die Gesundheit der Frau. Wir wissen alle, dass Östrogene, also diese Weichmacher, die auch in Plastikflaschen vorkommen, nicht gut sind für die Gesundheit. Ich will jetzt auch mal so ein Thema ansprechen, Brustkrebs zum Beispiel, das kann auch durch zu viel Östrogene kommen und auch andere Krankheiten. Und deswegen ist es ganz wichtig, meines Erachtens, dass sich eine Frau um ihre Gesundheit kümmert und dann auch mal so eine, man hat früher gesagt, dazu Stoffwechselkur, hat man gesagt, dass man den Körper mal die giftigen Stoffe ausleitet und nebenbei nimmt man auch noch ab. Und wenn man dann mal eben so 2 bis 5 Kilo nebenbei abnimmt, ist es ja auch nicht schlimm. Ne? Also auch für Frauen, die jetzt sagen, nee, ich habe jetzt eigentlich nicht so was, aber ich möchte was für meine Gesundheit tun. Okay, was natürlich sehr spannend ist, du
sagst ja, man nimmt auf jeden Fall ab. Was würdest du denn sagen, ist realistisch? Also was wäre so in der FSH oder in dem FSH-Programm eine Gewichtsreduktion, die jede Frau erzielen kann? Kommt natürlich immer aufs Ausgangsgewicht drauf an, nicht? Wenn jemand über 100 Kilo wiegt, kann er mehr abnehmen, als wenn jemand 60 Kilo wiegt. Aber wir haben ja deswegen extra die Starttage am Anfang. Und bei den Starttagen gehen schon mal schnell so 2 Kilo runter. Das ist nicht alles Fett, natürlich nicht. Das ist auch viel Wasser, Darminhalt. Aber die Hose rutscht schon, die Waage lacht einander. Das ist schon mal wichtig für den ersten, ersten Erfolg. Und dann kann man davon ausgehen, dass man ungefähr die Woche 1% seines Körpergewichts abnimmt. Das sind so ungefähr 2 bis 4 Kilo im Monat. Manche schaffen auch 7 Kilo im Monat. Kommt immer darauf an, wie viel hat man schon ausprobiert, wie gut zieht man das durch. Aber grundsätzlich kannst du so 2 Kilo im Monat, das ist eigentlich so wenig. Okay. Schaffen, ja. Und ja, das heißt, wenn du das machen willst, kannst du natürlich lange selber rumexperimentieren, so wie ich das viele, viele Jahre gemacht habe. Du kannst natürlich auch im Internet suchen, aber da gibt es natürlich gerade im Hormonhaushalt ganz viele komische Meinungen und Verwechslungen miteinander. Und deswegen würde ich schon vorschlagen, mach das nicht alleine. Dein Auto wirst du ja auch nicht irgendwo bei irgendjemandem reparieren lassen oder deinen Computer irgendjemandem geben. Also schau dir das FSH-Programm an, wenn du sagst, du möchtest gerne abnehmen oder du möchtest gesünder werden, dann wäre das diese ganzen Jahre wirklich. Und wenn jetzt unsere lieben Zuhörerinnen denken, das FSH-Programm, das möchte ich jetzt haben, Andreas, wo darf die Dame hin und was bekommt sie von dir? Genau. Also, ich habe verschiedene Programme, aber das FSH Express Programm, über das wir heute sprechen, das kannst du ganz einfach auf der Seite figurerfolg.de dir anschauen. Da kann ich auch ungefähr 20 Frauen im Monat coachen. Das große Programm, wo ich dann 1:1 Coaching mache und 12 Wochen, da schaffe ich maximal 4 Damen oder 4 Frauen pro Monat. Das kostet auch dann insgesamt mehrere 1.000 Euro, wenn ich das komplett durchziehe über längere Zeit. Aber ich würde sagen, für die meisten reicht das vollkommen, wenn sie erstmal den Einstieg wählen und das FSH Express-Programm nehmen. Und das habe ich so reduziert, dass wir die Kosten auf 197 Euro für dieses Programm runter reduziert haben. Und da bekommst du dann, musst du es eingeben, ne? Also du bezahlst, bekommst du eine Eingabemaske, da gibst du dann deine Daten ein, Name, E-Mail-Adresse, Gewicht, Körperfett und so weiter. Und dann wird aufgrund deiner Daten ein Plan erstellt und dann bekommst du Kochbücher, dann bekommst du diesen Videokurs dabei, du bekommst einen Figurplaner, wo du so Lebensmittel eintragen kannst und dann kannst du gucken, wie viel darf ich jetzt noch essen. Du kriegst diese E-Mail-Coaching, das heißt, dass du nichts vergisst über diese 46 Tage, weil die sind wirklich entscheidend für deine Gesundheit, dass du in den ersten 46 Tagen wirklich alles richtig machst. Das ist so das, was du bekommst bei dem FSH Express-Programm. Entschuldigung. Also du siehst das, wie gesagt, figurerfolg.de, ganz einfach, figurerfolg.de, da kannst du sehen, wie viele Plätze noch frei sind und da kannst du das buchen. Das heißt, es gibt auch kein Risiko, weil ich weiß ja, was ich mache. Wenn du es umgesetzt hast und es funktioniert nicht, nach 4 Wochen, dann kriegst du dein Geld zurück und fertig. Also, weil es sind so viele Frauen, die darauf warten. Ich werde da auf jeden Fall Erfolg haben. Genau. So, ja, uns läuft eigentlich schon die Zeit davon. Dennoch möchte ich dich fragen, was ist dein wichtigster Ratschlag an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Also erstmal auf den eigenen Körper zu hören, gucken, wenn du schon alles Mögliche ausprobiert hast und es geht nicht weiter, dann muss es an was liegen, woran du noch nicht gedacht hast. Also ich sag mal, Sport und Ernährung machen 50% des Erfolgs aus und die restlichen 50%, die kommen durch den Stoffwechsel und durch die Hormone. Und die haben halt sehr viele Leute nicht auf dem Zettel. Natürlich kannst du ganz viel Sport machen und ganz harte Diät machen, dann wirst du auch abnehmen können. Die Frage ist immer nur, zu welchem Preis. Ne? Natürlich 4 Stunden am Tag auf dem Fahrrad sitzt im Zweifel und nur 800 Kalorien isst, dann wird das funktionieren. Aber ich denke, das ist kein Leben. Und deswegen ist es wichtiger, mit dem Körper zu arbeiten, anstatt gegen den Körper zu arbeiten. Das heißt, wir machen eine Analyse, woran liegt's, und dann kommst du in deine persönliche Lösung. Perfekt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche und super spannende Interview. Und für alle, die den Inhalt einen Teil verpasst haben oder das unbegrenzte Angebot nutzen möchten, meldet euch auf www.figurerfolg.de. Und schaut auf jeden Fall vorbei und schnappt zu, solange dieses Angebot für euch noch zur Verfügung steht. Andreas, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Amy, herzlichen Dank, dass du dich so schön mit mir unterhalten hast. Das war herrlich. Wir könnten noch länger machen, aber das machen wir ein andermal. Bis dahin, liebe Amy, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Und bis dahin. Vielen Dank und bis bald.